So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kamp-Lintfort und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zum Thema Mercedes GT Black Series. Also, wir haben im Internet diese Bilder gefunden. So, spiegelt das? Ist gut? Ist gut. Ja. Und das soll der neue Mercedes GT Black Series sein. Natürlich lassen wir auch das Auto nicht original. Ne? Also da dürfen wir wirklich, ich glaube, Potenzial ist da, aber ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen. Ja, und zwar der Lufteinlass hier in der Mitte, das sieht auch so ein bisschen wie so eine Corvette. Ja. Ist nicht so wirklich meins. Dann die Kiemen hier in dem Kotflügel. Ja, auch nicht so wirklich meins. Ja. Diese Partie, der Grill ist bombastisch. Super. Die Frontlippe ist bis hier. Sehr schön. Also das Auto ist bis hierhin. Sehr, sehr, sehr schön. Nur hier, das Auto, wenn man das irgendwie am Fahren sehen würde, wird das sehr schmal wirken, weil da hat keine Luft etc. Ja. Die Capri sind mir auch zu klein. Ja, für so ein Auto, was brutal sein soll, ist er mir hier und da etwas zu schmal. Auch hier, der Spoiler, der geht quasi, der ist sehr schmal, also die Heckklappe ist so, dann ist der Spoiler hier montiert, dann geht der so und so. Von hinten, kann man es gleich angucken, wirkt er nicht wirklich schön. Ja? Für meinen Geschmack. Kann sein, dass der performance-technisch besser ist, aber für meinen Geschmack ist hier und da könnte man was zaubern. Ja? So, wir haben ein paar Versionen von der Front gemacht. Und zwar. Achtung! Batsch! Das haben wir gemacht auf dem GTR Basis, die Front. Also das ist so sehr, sehr, sehr an GTR angelehnt. Ja? Wir wollen aber nicht aus dem Black Series ein GTR bauen, sondern was Eigenes. Aber wir wollten nur einfach gucken, wie da schon der Unterschied ist. Ja? Also wie ihr seht, ist das schon brutal. Oh, da war ich zu weit. Und der Spoiler, Achtung. Kannst du es vielleicht sehen, diese Partie? Mhm. Ja. Guck mal, der Spoiler ist gerade gebogen. Einfach nur hier gucken. Ja, das Stück sieht man, dass es weiter runter geht. Ne? Ja, der geht schräg und wirkt von hinten natürlich sehr schmal. Ja, das ist wie so Disco-Pumper. Die haben so einen Arsch und so Rücken. Ja, und das sieht so. Das muss, die Proportionen müssen da irgendwo stimmen. Ja, meine Meinung nach. So, weiter geht's. Das war die GTR-Version. Ja. Und da haben wir auch die Kotflügel, ja, die Kiemen etwas geändert. Ja. Achtung. Ich finde die persönlich etwas harmonischer, vorsichtig gesagt. So. Das sind Capwings. Lufteinlässe, richtig schön fett. Die Frontspoilerlippe schön bullig nach vorne. Also mir persönlich, das wäre mein Favorit. Ja, wenn ich so ein GTS Black Series hätte, würde ich den so umbauen. Achtung, mal so. Die Spoilerlippe. Ob so oder so. So finde ich die schöner. Ja, das hat schon der AMG Black Series so angedeutet. Warte. Die haben da schon so ein bisschen diese drei Fienen da eingebaut. Das finde ich das schön. Sehr schön. Ne? Mit Capwings, ohne Capwings. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht hier und da ändern könnte. Aber der Lufteinlass, ich glaube, der ist nicht so praktisch, weil wenn hier die Luft in den Grill reinfließt, ja, bei hohen Geschwindigkeiten, dann geht die wieder hoch und natürlich die Luft, die hier drüber geht, wird das so ein bisschen gestört und das ist nicht gut. Deswegen, wenn dann diese Version, ja, mit geschlossener Stoßstange.
einmal hier zum Mitwirken hier. So, check, check. Und natürlich, das spiegelt sich wieder hier, so an der Seite, so ein riesen Cup-Wink. Ja, das spiegelt sich auch hier von dem Originalen wieder. Ja, der Original hat ja auch so, nein, nicht Original. Der Original hat ja auch so angedeutet, dass hier und hier. Und von der anderen Seite wirkt das auch quasi wie so ein, ne, so ein L, was nach oben gebogen wird. Finde ich sehr, sehr sexy. Ehrlich gesagt. Die Motorhaube haben wir original gelassen. Aber ich glaube, der kann so kommen. Vielleicht bauen wir nochmal ein GTS. Ein neues Kit. Aber erstmal nur die Studie. Dann haben wir, also wo ist hier Original? Hier ist Original von hinten. Ne? Kann man das sehen an der Spoiler? Ja. Cool gemacht, gar keine Frage, so richtig massiv und alles. Aber guck mal, die Heckklappe endet hier und die haben das in der Mitte positioniert. Was ich nicht so cool finde, weil wie gesagt, wenn man jetzt von hinten guckt, ist das sehr, 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 sehr schmal. Dann geht das ein Stückchen hoch, dann so und dann, ja, das ist ähnlich wie Porsche GT3 RS, ja, nur Porsche GT3 RS hat das hier quasi an den Seiten. Die haben von der Heckklappe so ein Stückchen weggenommen, bei Porsche GT3 RS, und quasi hier schön gerade gemacht. Ja, das, man könnte wirklich so leichten Winkel so machen, aber der Fuß muss hier sein und dann noch ein Stückchen dazu. Dass er vielleicht hier der Abstand auch etwas größer wirkt. Dann wirkt das Spoiler noch größer hinten, also noch breiter, das Auto. Ja. Und ich mag das wirklich nicht, diese Endrohre bei den ganzen neuen AMG-Modellen. Ich mag das überhaupt nicht. Also so, die sind so, was ich meine, oder? Ich mag das nicht. Also Da gab es schon bessere, die eckigen und so weiter waren da viel, viel besser, aber das ist alles Geschmackssache. Ne? Ich rede nur in dem Video, was ich empfinde oder was ich cool finde oder nicht cool finde. Ja? Bitte jetzt nicht falsch verstehen, das ist alles Geschmackssache. So, Achtung auch hier, wenn ich einen Black Series bauen würde, dann soll der auch nach Black Series aussehen. Ja? Und zwar, habt ihr gesehen, hier nur die Kleinigkeit erstmal. Dass der an der Rückleuchte quasi noch aussieht, ja, noch fetter aussieht. Zack, zack. Die Finnen haben wir ein bisschen größer gemacht, den Spoiler haben wir gerade gemacht, Achtung. Wie gesagt, man könnte den noch weiter außen, am Rand von der Heckklappe machen und dann ein Stückchen nach hinten. Aber der wirkt jetzt schon viel, viel stimmiger, finde ich persönlich. Ja, auch hier wiederum, guck mal, von hinten ist quasi das Schwarze, sieht aus wie so, als wenn da was abstehen würde. Hier ist nichts, einfach eine runde Stoßstange. Hier ist überall Ecken, Ecken, Ecken. Hier finde ich extrem rund. Luftanlass geil, von hinten. Riesen Luftanlässe, Auto wirkt breit. Ja, also hier haben wir so einen Ansatz dran gemacht, die Finder ein bisschen größer, etwas verbreitert und der Spoiler ist auch etwas anders. Und natürlich die PD4 Räder eingebaut, das mussten wir machen. So, vielleicht am Ende von dem Video können wir die ganzen Bilder noch einfügen in groß. Ja, das können wir hier am Ende noch reinschneiden und ja, das war's hier heute. Das Video haben wir gemacht, weil viele über Instagram, ich habe das bei Instagram gepostet, also wer auch von mir etwas, ich sag mal, mehr wissen möchte oder mir folgen möchte, der kann das gerne tun bei Instagram. Vielleicht können wir es hier einblenden. Andreas Belzek. Da habe ich viele Stories und viele kleine Videos, die wir auch nicht zeigen. Ja? Oder so kleine Umfragen, wie zum Beispiel jetzt auch der Mercedes GT Black Series. Da habe ich eine Umfrage gemacht, sollen wir dann was zaubern, digital oder nicht? Und da haben sehr, sehr viele Leute mir geschrieben, mach, 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 mach. Und das haben wir gemacht. Deswegen, wer sich dafür so ein bisschen interessiert, was wir etwas intensiver machen, der kann mir gerne auch bei Instagram folgen. So, das war's hier aus Camp Lindford. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir bekommen ein Like dafür, einen Kommentar und ein Abo. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.
geht.